Und das Wort hat für die Fraktion Die Linke Susanna Karawanski. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, eine Frage. Würden Sie mit Ihren Kindern oder Enkeln auf dem Rummel gehen, Riesenrad fahren, wenn Sie wüssten, dass das Gerüst nicht zugelassen ist oder dass es nicht Sicherheitsvorkehrungen entspricht? Oder würden Sie eine Kopfschmerztablette einnehmen, wenn Sie nicht wüssten, dass das Medikament, was da drin ist, auch zugelassen ist? Nein. Nee, genau, würden Sie nicht. Ich würde es auch nicht machen. Aber die Eltern, die Mütter, die für ihre Kinder etwas Geld anlegen wollen, oder der Ruheständler oder der baldige Ruheständler, der Geld für die ruhigeren Tage zurücklegen will, die sind auf dem Finanzmarkt auf sich selber gestellt. Denn da gilt, alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt. Und fast jede Bank kann ein noch so komplexes Produkt auf den Markt bringen und verkaufen. Und so wird der Finanzmarkt tagtäglich überschwemmt mit einer wirklich unübersichtlichen Anzahl von Finanzprodukten. Und das Ganze wird dann auch dahingehend auch noch ein Ticken unbeherrschbarer. Die fortwährende Finanzkrise, mit der wir es zu tun haben, hat sich ja unter anderem auch genau wegen der komplexen Finanzinstrumente und den völlig falsch eingeschätzten Werthaltigkeiten über den Globus ausgebreitet. Und Verbraucherinnen und Verbraucher können keinen Durchblick behalten, tappen dann schnell auch in die Falle, kaufen ein Produkt, was überhaupt nicht ihren Risikoneigungen entspricht. Und auch der Gang zu einem Finanzberater schafft nicht wirklich Abhilfe. Denn der kann auch nur sehr, sehr schwer einschätzen, ob die Geldanlagen mit welchem Risikogehalt die tatsächlich behaftet sind, und das Ganze abschätzen und berät außerdem meistens auch noch mit dem Blick auf eine zu erwartende Provision und damit eben nicht immer 100% verbrauchergerecht. Nach unterschiedlichen Schätzungen verlieren die Bundesbürger jährlich bis zu 98 Milliarden Euro wegen meist auf Provision basierter Falschberatung bei Abschluss von Kapitalanlagen und Geldanlagen. Bei Procon, ich denke, der Skandal dürfte Ihnen noch in Erinnerung sein, haben die 75.000 Anlegerinnen und Anleger etwa, also bislang 1,4 Milliarden Euro durch angeblich so sichere Genussrechte verloren. Die Lebensversicherungsanbieter in Deutschland besitzen, also die Bürgerinnen und Bürger besitzen ungefähr 99 Millionen Lebensversicherungsverträge, haben einen Kapitalanlagebestand von gut 885 Milliarden Euro. Und angesichts solcher Zahlen ist es nicht völlig absurd, dass niemand prüft, ob die Anleihe, das Derivat oder das Zertifikat bei den Verbraucherinnen, den Rentenversicherungen, den Lebensversicherungen oder gar der Volkswirtschaft gefährlich werden kann? Ja, in der Vergangenheit wurden Instrumente geschaffen, um die Verbraucherinnen zu schützen. Die Finanzaufsicht, die BaFin, prüft vorab lediglich formal, ob die Prospekte für ein neues Produkt vollständig und damit kohärent sind. Aber sie prüft nicht inhaltlich, und somit kommt tatsächlich gefährlicher Finanzschrott auf den Markt. Es gibt die Möglichkeit der sogenannten Produktintervention oder auch die Marktwächterfinanzen. Die werden aber höchstens im Nachhinein tätig. Was bedeutet, dass sie sich mit einem Finanzprodukt erst inhaltlich auseinandersetzen, nachdem das Produkt auf dem Markt ist und eben halt entsprechend Schäden schon bei den Anlegern angerichtet hat. Das ist für uns nicht ausreichend. Wir als Linke fordern eine Verfahrensumkehr und wir als Linke fordern einen Finanz-TÜV. Im Gegensatz zu dem derzeitigen Zustand wollen wir nämlich, dass zukünftig jedes Finanzprodukt ausdrücklich durch qualifizierte Fachleute zugelassen wird, bevor es auf den Markt kommt. Beim Finanz-TÜV geht es um eine präventive Regulierung nach dem Vorsorgeprinzip, damit tatsächlich Märkte nicht weiter mit Finanzschrott geflutet werden können und die Finanzbranche weiter sehr kreativ auch bestehende Regulierungen umgehen kann. Und damit vor allen Dingen ungeeignete Produkte in Kleinanlegerhände kommen. Und durch die ausdrückliche Erstzulassung von Finanzinstrumente, Finanzmarktakteuren und Praktiken sollen dann auch die Märkte entsprechend entschlackt und systemische Risiken minimiert werden.
Zudem sollen entsprechend transparente, einfache, kostengünstige, risikobeherrschbare Finanzprodukte auf den Markt kommen und gleichzeitig eben halt so schädliche Geldanlagen rausgefiltert werden, damit solche Anlagepleiten ausgesetzt werden können. Klar ist, dass ein solcher Finanz-TÜV dann auf europäischer Ebene am besten bei der ESMA etabliert werden soll, weil das nützt überhaupt nichts, wenn es in Deutschland verboten ist und, und so ein Finanzprodukt in Belgien zugelassen wird. Um es aber an der Stelle ganz deutlich zu sagen, was wir nicht wollen, wir wollen kein Verbot von Kapitalanlagen jenseits des Sparbuchs. Das ist nicht unser Anliegen. Wer zocken will, soll das auch gerne weiterhin tun können. Aktien oder andere riskante Produkte sollen auch weiter in Kleinanlegerhände gelangen können, solange die aber sehr transparent und seriös sind. Und eine Zulassung durch den Finanz-TÜV soll eben halt nicht wie ein Unbedenklichkeitssiegel wirken, dass damit zum Beispiel Verluste ausgeschlossen sind. Sie verklagen ja auch nicht einen Föhnhersteller, weil irgendwie ihre Haare nicht schnell genug trocken werden, oder einen Autohersteller, weil sie zu schnell gefahren sind mit dem Fahrzeug. Zum Abschluss möchte ich noch was zur Finanzierung des Finanz-TÜV sagen. Die Prüfung durch ausreichend qualifiziertes Personal, das kostet zwangsläufig Geld. Es wird auch vor allen Dingen mit zunehmender Komplexität mehr, das ist klar. Wir haben dabei folgenden grundlegenden Gedanken: dass die Herausgeber der Finanzinstrumente für die Prüfung entsprechend des Prüfaufwandes dann entsprechend zahlen. Und ich denke mal, dass auch schon allein damit zwangsläufig die Finanzprodukte ein bisschen vereinfacht werden. Der vorliegende Antrag greift unsere Kernforderungen zum Finanz-TÜV auf. Ich kann Ihnen nur wärmstens empfehlen, innerhalb der parlamentarischen Beratung auch unser umfassendes Papier dazu durchzulesen. Vielen Menschen, die fürs Alter vorsorgen, können Sie damit Enttäuschungen ersparen. Gerade in dem Wahljahr sollte es auch in Ihrem Interesse sein, vor allen Dingen die Menschen ins Zentrum zu rücken und nicht die Finanzmarktlobby. Und das sollte auch in Ihrem Interesse sein. Vielen Dank. Vielen Dank.